Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Talkshow-Teil. Wissenschaftler auf dem Göttinger Roten Sofa ist aber noch keine Fernsehsendung, auch wenn wir daran arbeiten. Mit dem Thema Erfahrungen, Chancen und Schwierigkeiten mit den Digital Humanities. Ich gehe davon aus, dass Sie ähnlich beeindruckt wie ich waren und sind von dem, was wir bisher gehört haben. Und ich denke, was jetzt ansteht, ist tatsächlich den Transfer auf die Situation in der Wissenschaft selbst einmal zu diskutieren. Dazu haben wir hier insgesamt 5 Personen versammelt. Als erste kann ich Ihnen kurz vorstellen, Frau Professor Petra Gehring. Sie studierte Philosophie, Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften in Gießen, Marburg und Bochum. Sie ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, auch in den Digital Humanities stark unterwegs. Aber zu ihren Forschungsgebieten gehören auch Fragen der Zeichentheorie, Metapherntheorie, Texttheorie, Medientheorie und digitale Medien. Von daher zunächst an Sie die Frage, Frau Gehring. Was hat sich durch diese neuen Möglichkeiten für Sie, für Ihre Forschungsfragestellung, Ihre Herangehensweisen verändert? Ja, also abschließend kann ich die Frage nicht beantworten. Ich würde mich mal beschreiben als für mein Fach eine der leider noch wenigen Infizierten. Das sind die Infektionsmetapher, war ja wurde vorhin schon verwendet. Also ich bin nicht über Hardware-Fragen und auch nicht über genuin, archivierungsbezogene Fragestellungen auf digitale Möglichkeiten gestoßen, sondern mein Fach ist die Philosophie, eigentlich stärker von Arbeitsbedürfnissen her, die zum einen was zu tun haben mit Kollaboration und zum anderen tatsächlich ja, in den Kreativbereich reinreichen, sage ich mal. Also Fragen, wie kann man die neuen quantitativen Möglichkeiten, mit größeren Corpora zu arbeiten, auch nutzen, um wirklich genuin andere Forschungsfragen zu stellen oder bisher unbeantwortbare Fragen tatsächlich Antworten zuzuführen. Ich nehme mal ein Beispiel aus der philosophischen Begriffsgeschichte, Negativbelege, also wirklich Fehlanzeigen konstatieren zu können, dass etwas irgendwo nicht vorkommt in einem größeren Zusammenhang, ist extrem schwierig, wenn man lesetechnisch eigentlich auf das angewiesen bleibt, was irgendwo recherchiert wurde und das man dann zusammentragen kann. Man kann nie sicher sein, was man alles übersehen hat. Das wird im Bereich der philosophischen Begriffsgeschichte nicht nur sozusagen quantitativ etwas mehr Überblick bringen, sondern zu ganz anderen Typen von Aussagen führen können. Klingt also einfach, ist aber extrem spannend in dem, was für die Forschung weiter dranhängt. Und ein zweites Beispiel, das noch weiter reicht, und da kann ich jetzt gar nicht sagen, was es gebracht hat, sondern da bin ich einfach sehr neugierig, was es bringen wird. Was mich interessiert, ist ja die Rolle von der textuellen Form, der Beschaffenheit von Texten im Blick auf Argumente und Theorien, Theoriearchitekturen. Wie kann man digitale Methoden nutzen, um dem Funktionieren von Argumenten auf die Spur zu kommen? Also wie kann man da sozusagen die Form-Inhaltsfrage genauer einkreisen? Heuristisch basteln, sage ich mal, mit textbezogenen digitalen Möglichkeiten, um rauszukriegen, wie die Substruktur von theoretischen Argumenten aussieht. Das ist jetzt auch sehr allgemein ausgedrückt. Arbeits- und Probiergegenstand ist das Funktionieren von Metaphern. Es gibt sehr viele unterschiedliche Metaphern-Definitionen. Auch das wäre ein ganz interessantes Feld, also das Ausprobieren von operationalisierbaren Metaphern-Definitionen, indem man ausprobiert, was die sozusagen für Funde erbringen, wenn man sie auf große Textmengen anwendet. Vielleicht so als 2 Beispiele. Vielleicht wäre es aber doch ganz spannend, bei dem zweiten zu wissen, wie Sie das machen. Wer sucht aus, wie gehen Sie vor, was tut der Computer, was tun Sie selbst? Da muss auch, im zweiten Fall muss der Computer viel tun, denn man muss da natürlich auch Suchalgorithmen entwickeln, die passen auf unterschiedliche Arbeitsdefinitionen von Metaphern. Das heißt, das ist eine genuin interdisziplinäre Fragestellung, da werde ich als Philosophin auch alleine nicht weit kommen, wenn ich nicht zum Beispiel mit Informatikerinnen zusammenarbeite oder Informatikern, die sowas auch dann auf der Maschinenebene, Softwareebene umsetzen können. Das ist alles Zukunft, sage ich mal. Also in meinem Fach sehe ich am Horizont da noch keine irgendwie anschlussfähigen Forschungsstände. Insofern ist das sehr spekulativ, aber ich bin da extrem neugierig.
Ja, vielen Dank. Unsere zweite Podiumsteilnehmerin haben Sie vorhin schon gehört, Frau Professor Andrea Rapp, ebenfalls von der TU Darmstadt. Man kann sagen, da muss irgendwo doch ein Nest sein. Sie haben gesagt in Ihrem Vortrag und damit so den Spannungsbogen eigentlich ganz schön aufgemacht, wir Geisteswissenschaftler lieben die stillen Stunden am Schreibtisch, aber auch die schnelle Recherche und die Suche in großen Netzwerken und den Umgang mit großen Datenmengen. Was ist sozusagen Ihr Stand der Dinge jetzt weniger mit Blick auf den Auf- und Ausbau der verschiedenen Infrastrukturen, sondern mit Blick auf Ihre eigenen Forschungsfragestellungen? Ja, vielen Dank. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass alle Dinge einen Anfang haben. Vielleicht kann ich das in dem Zusammenhang auch erwähnen, weil das ein bisschen die Forschungsfragen, die mich bewegen, auch erläutert. Mein akademischer Lehrer Kurt Gärtner ist auch hier und bereits im Studium sind wir mit Computermethoden vertraut gemacht worden. Das ist also zu einem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich schon gewesen, in den 80er Jahren bereits. Und damals haben wir uns beschäftigt mit nicht nur mit digitalen Editionen, sondern insbesondere mit Variation, Varietäten, Varianz in mittelalterlichen Sprachen. Und das Interessante ist ja, dass dieser strukturierte, reglementierte Zugriff des Computers gerade diese Varianz sichtbar macht und erschließt. Und das ist ein ganz interessanter Zugriff und gerade dadurch, dass man versucht, Regeln anzuwenden, erkennt man eigentlich, dass Varianz der Regelzustand der Sprache ist. Es ist also eigentlich ein sehr schönes Spannungsfeld, was da aufgemacht wird. Und insofern war das für mich schon ein sehr früher, ein sehr unmittelbarer Zugang dazu, wie man das Material da erschließen kann. Und auch in meinem anderen Schwerpunkt Buch- und Bibliotheksgeschichte, Handschriftenerschließung, ist es natürlich evident. Also wenn man unikale Materialien dann plötzlich herausholt aus ihrer Lagerstätte und vervielfältigbar macht und zugreifbar macht, dann schafft man eben auch eine ganz neue Art von Transparenz zu diesen Materialien und Zugängen zu diesen Materialien. Auch also diese mittelalterliche Überlieferung, wo jedes Stück eben ein Unikat ist, ist ja auch vielleicht mit ein Zeichen der Varianz, die eben da ist in unserem kulturellen Erbe. Und das sind Dinge, die interessanterweise der Computer dieses Regelwerk besonders gut erschließt und besonders gut sichtbar macht. Und das war eigentlich was mich von Anfang an daran fasziniert hat. Und in der Arbeit mit diesen Dingen fand sich dann eigentlich auch eine Arbeitsgruppe zusammen, die gemerkt hat, wir haben für einige unserer Fragestellungen, für unsere Probleme Lösungen, für andere noch nicht. Aber wir hätten eigentlich gerne Werkzeuge, die genau das besser leisten als vorher, integrativer leisten als vorher, mit einem guten Zugang dazu. Und das hat uns dann sicher auch bewogen, in Richtung Infrastruktur zu gehen und zu versuchen, unsere Forschungsfragen zu lösen und die Entwicklung der Infrastruktur eben nicht nur Informatikern zu überlassen, sondern uns selbst damit zu beschäftigen, weil wir denken, dass das gerade in diesem wechselseitigen Austausch besonders gut gelingen kann. Ja, nicht nur Informatikern die Dinge überlassen, ist vielleicht ein gutes Überleitungsstichwort zu Professor Hoogrewe, der seit 2002 hier in Göttingen an der Universität ist und eine Professur für Telematik innehat. Er war an verschiedenen Orten tätig, unter anderem auch eine Zeit lang bei Siemens und in verschiedensten Kontexten hat er sich mit Netzwerken, mit dem, was man neuerdings Software Engineering nennt, befasst. Aus Ihrer Perspektive, wie sieht sozusagen die Wechselbeziehung aus zwischen den Geisteswissenschaftlern, die das Feld nicht alleine Ihnen überlassen wollen, aber gleichwohl natürlich Anforderungen stellen und dem, was Sie sozusagen Ihrerseits daraus für Ihre Weiterentwicklung Ihrer Forschungsfragestellung und auch natürlich für die Entwicklung der Infrastrukturen lernen? Ja, also das Motto dieser Talkrunde heißt ja, glaube ich, Erfahrungen, Chancen und Schwierigkeiten. Und ich will mal mit den Schwierigkeiten anfangen.
Frau Neuroth hatte vorhin das schon mal gesagt, nicht? Also es prallen hier zwei Welten aufeinander, die Welt der Ingenieure und die Welt der Geisteswissenschaften, also praktisch der Informatiker, der Banause trifft auf den Philosophen. Da muss man erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Das fand ich sehr interessant in den Projekten, die wir hier in Göttingen schon durchgeführt haben, zusammen. Das sind mittlerweile schon eine ganze Reihe. Und ja, was dann noch als Schwierigkeit dazukommt, ist, wenn man sich so interdisziplinär betätigt, mit den Fragestellungen, die man da löst, auch das klang vorhin schon an, wird man auf einmal in seiner eigenen Community gar nicht mehr so anerkannt. Nicht? Man beschäftigt sich da irgendwie mit was ganz Exotischem. Das braucht also eine gewisse Zeit, bis diese Art von, also diese Teildisziplinen, die sich daraus da entwickeln und interdisziplinären Arbeiten, die sich entwickeln, Anerkennung finden, dass es also Tagungen dazu gibt, spezielle Zeitschriften und so weiter. Ja, das sind also so die Anfangsschwierigkeiten, die wir, glaube ich, überwunden haben. Und jetzt möchte ich eher zu den Erfahrungen und Chancen kommen. Also es ist ja ganz klar, das haben wir ja gesehen, es werden viele Methoden der Informatik mittlerweile in den Geisteswissenschaften angewendet. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer in der Computerlinguistik die formalen Sprachen und Automaten, nicht? Also eine klassische Informatikdisziplin zunächst, die man aber jetzt sehr gut nutzen kann, um natürliche Sprache zu erkennen, zu verarbeiten, zu produzieren. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite jetzt aus der Sicht der Informatik ist vielleicht ja, sehr interessant, vielleicht noch interessanter jedenfalls für uns, dass sich da neue Teildisziplinen ergeben, nicht? Also aus dem Zusammenwirken mit Sozial- und Geisteswissenschaften, zum Beispiel die Sozioinformatik. Nicht? Also solche Informatik-Artefakte, die haben ja ein bisschen so einen Doppelcharakter. Nicht? Einerseits genügen sie natürlich der formalen Logik, formale Objekte, aber andererseits werden sie ja von sozialen Systemen interpretiert. Und die sozialen Systeme stellen ihre etablierten Praktiken in Frage, verändern sich dadurch. Und es ist natürlich sehr interessant zu schauen, bei neuen Entwicklungen, welche Auswirkungen kann das haben. Ich nehme mal als Beispiel mal SMS. Vor 20 Jahren wurde SMS eingeführt. Niemand hat das haben wollen und niemand hat das zunächst sinnvoll gefunden. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass Leute also auf so einer kleinen Tastatur mit ein paar Buchstaben sich Nachrichten schreiben. Aber das war jetzt da und es war praktisch ein Abfallprodukt aus den Handys. Und wir wissen, wie viele Millionen, Milliarden SMS heutzutage, was täglich geschrieben werden und viele ganz wichtigen Dinge werden heutzutage per SMS mitgeteilt. Das ist ein Beispiel. Auch ein anderes Beispiel noch, die sozialen Online-Netze. Nicht? Also da hat auch keiner vor 10 Jahren nach geschrien, also wir brauchen jetzt unbedingt Facebook und Twitter. Das ist einfach entstanden und dadurch, dass es da ist, nicht? Also wir haben das vorhin auch in dem Vortrag gehört, wie ist das auf Englisch, if you build it, they will come, nicht? Das erleben wir ganz oft in der Informatik und es wäre natürlich schön zu wissen, eben, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter aufgrund von solchen neuen Entwicklungen, statt dem einfach einen zufälligen Lauf zu geben und dann werden dadurch Bundespräsidenten gestürzt, Minister kommen zu Fall, weil einfach die Macht der neuen Medien, die sich da etabliert haben, nicht richtig erkannt wird. Ja, ganze Staaten kommen zu Fall auf die Art und Weise. Also das sind ganz spannende Fragestellungen, neue Fragestellungen, Teildisziplinen der Informatik geworden, die wir sehr spannend finden.
Nun ist ja die Tatsache, dass eine Innovation eine gewisse Zeit braucht, bis sie die notwendige Anerkennung oder auch die entsprechende Nutzung findet, durchaus, sagen wir mal, ein fast gängiges Muster. Nehmen wir nur mal das Beispiel des Lasers, wo sich auch sozusagen vor 60 Jahren niemand vorstellen konnte, was man tatsächlich damit macht und heute in allen möglichen Bereichen damit arbeitet. Ihr Beispiel SMS zeigt ja auch, wie schnell das gehen kann. Aber Sie hatten eingangs doch einen Punkt angesprochen, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, und das ist der der Anerkennung. Das klang ja heute Morgen auch schon an für die Digital Humanities selbst, aber was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja nochmal der Punkt Ausdifferenzierung eines Faches hin zu Anwendungen. Ich will jetzt gar nicht den alten Mathematikerspruch, wer nichts kann, wendet an, sozusagen als arrogante Variante der reinen Mathematik gegenüber der angewandten Mathematik ins Spiel bringen, aber sozusagen, ist es nach wie vor so oder ist es auch da so, dass ein bestimmter Prozess doch dazu führt, dass gerade diese Anwendungsfelder auch sozusagen dann, wenn sie tatsächlich erfolgreich sind, ihre Anerkennung finden? Ja, also dieser Prozess, der ist sicherlich erkennbar. Man hat es ja schon in manchen Disziplinen gesehen, Wirtschaftsinformatik beispielsweise, Rechtsinformatik sind etablierte Dinge, aber Theaterwissenschaftsinformatik, da habe ich noch nie was von gehört. Heute Morgen kam ein Masterstudent zu mir und der wollte sich verabschieden, der ist also fertig geworden und ich habe ihn gefragt, ja wo, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, und da hat er gesagt, ich habe die Stelle des IT-Leiters an der Deutschen Oper Berlin bekommen und soll da also Inszenierungen IT-mäßig unterstützen. Da geht es zunächst erstmal um den Aufbau eines drahtlosen Netzes und so weiter. Natürlich wäre das ganz gut gewesen, wenn der Studierende schon in seinem Studium quasi Theaterwissenschaften hätte als Nebenfach studieren können. Da müsste er nämlich jetzt nicht da praktisch von null anfangen, sich das nochmal neu aneignen. Und das ist auch eine Sache, die wir hier in Göttingen in Zusammenarbeit mit dem GCDH, also mit Herrn Lauer, in den Geisteswissenschaften in Angriff nehmen, nämlich die Kombination von Informatik mit geisteswissenschaftlichen Fächern im Studium, nicht? Um eben Spezialisten heranzuziehen, die dann in solchen Bereichen, wie ich es eben geschildert habe, leicht integrierbar sind. Und ich denke schon, dass das Anerkennung findet. Ja, kommen wir zu dem, bei dem letztlich alle Fäden zusammenlaufen. Ich will Ihnen jetzt gar nicht den Lebenslauf von Norbert Lossau noch im Einzelnen vorbeten. Viele von Ihnen wissen, dass er mal Finno-Ugristik und Skandinavistik studiert hat, dass er von Göttingen in die Welt hinausgegangen ist und dann über Oxford und Bielefeld nach Göttingen wieder zurückgekehrt ist, worüber wir alle sehr froh sind. Aber ich denke mal, die Transformation auch gerade des Selbstverständnisses einer Staats- und Universitätsbibliothek und die Auswirkungen, die das wiederum hat in der Interaktion mit den Wissenschaften, ist sicher etwas, was Sie beschäftigt. Also die Schwierigkeiten, die beschrieben worden sind für eine Disziplin, wenn man sich an die Ränder bewegt, diese Schwierigkeiten haben Sie natürlich in der Bibliothekswelt genauso. Die SUB Göttingen ist mit dem, was sie macht, nämlich dass sie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat, dass sie sich mit solch abstrakten Themen, wie es die Kolleginnen und Kollegen ja gerne bezeichnen, wie E-Science bereits vor 5 Jahren oder jetzt E-Research und Digital Humanities befassen, das liegt zunächst mal so etwas außerhalb des Horizonts sozusagen. Das ist außerhalb der Mauern, der Bibliotheksmauern. Und man hat da durchaus Schwierigkeiten. Und zwar nicht nur außerhalb des eigenen Hauses, sondern auch innerhalb des Hauses, weil es ein gewisses Selbstverständnis gibt von dem, was man hat. Also das ist letztendlich nichts anderes in einer Bibliothek als in einer Disziplin, die man hat. Ich glaube, ich bin dadurch geprägt worden, dass ich eben aus einer sehr kleinen Disziplin komme, die Finno-Ugristik, die viele von Ihnen wahrscheinlich nicht so gut kennen werden, aber es hier in Göttingen immerhin gibt als ältesten Lehrstuhl. Und ich sehr früh, aber damals in einem Sonderforschungsbereich, die literarische Übersetzung, den einzigen, glaube ich, geisteswissenschaftlichen, den es hier in Göttingen gegeben hat bisher, sehr schnell gelernt habe, wie wichtig die Kooperation ist über die Philologien hinweg. Und das ist sozusagen prägend gewesen und dann kommt für den Philologen noch etwas hinzu, nämlich das ist die Rolle des Übersetzers, des Vermittlers. Also Koordination ist das eine, das kann das Organisatorische sein. Das Entscheidende ist für mich immer gewesen, in einer Bibliothek haben Sie an einer Universität mit allen Disziplinen und Fakultäten zu tun. Und das ist der große Unterschied, also das, was uns unterscheidet, eigentlich von Wissenschaftlern einzelner Fakultäten.
Denn wenn dort Wissenschaftler nicht in einer bestimmten Funktion sind, Senat, Kommission oder sonst etwas, sind sie in der Regel in ihrem eigenen Kosmos, während wir mit allen zusammenkommen und immer wieder erstaunt, ja häufig erschrocken waren, wie wenig die einzelnen Disziplinen eigentlich voneinander wissen. Und also das ist ein wesentlicher Punkt für uns. Wir haben einfach für uns die Rolle gesehen, wenn wir bei den Naturwissenschaftlern beobachten, wie sie mit bestimmten Methoden arbeiten, Instrumente. Wieso ist das ein Rand? Sozusagen diejenigen, die heute in den Naturwissenschaften Instrumente entwickeln, in der Max-Planck-Gesellschaft, der Mehlhorn hat es mal erwähnt, das sind 8 Max-Planck-Leute, die haben Nobelpreise bekommen. Das wären früher Randwissenschaftler gewesen, wenn man so will, weil sie nicht im Kern gearbeitet haben. Also das ist etwas, was uns eben sehr bewegt, das auch in die Geisteswissenschaften reinzutragen. Natürlich ist es auch so, dass es eine besondere Verbindung zwischen einer Bibliothek und den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften gibt, einfach noch aufgrund des Buches, was wir jetzt transformiert haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns aber auch, uns geht es nicht darum, einfach nur Projekte zu machen. Ich habe sehr viele Projekte gesehen in meinem bisherigen Berufsleben und die Kolleginnen und Kollegen auch. Uns geht es um Strukturen. Was kann man tun, um nachhaltig etwas auch an einem Standort und über einen Standort hinaus im Netzwerk als Struktur zu verankern, damit es nicht nur eine Eintagsfliege ist, damit es nicht nur das ist, was man häufig ja auch den Projektnehmern in den Förderprogrammen nachmacht. Mal ist es das Buzzword, mal ist es das Buzzword, dann ist es wieder vorbei und dann geht man aufs nächste Projekt. Nein, uns geht es um Strukturen. Und abschließend vielleicht noch, auch das ist nicht sehr bekannt, vielleicht ähnlich wie in der Philologistik, aber es gibt auch eine Library of Information Science. Und es gibt auch eine Library of Information Science an der Humboldt-Universität, an einer Universität. Und das bedeutet für uns, dass es auch wissenschaftliche Fragestellungen gibt, an dieser Stelle, die im angloamerikanischen Raum wesentlich stärker bearbeitet werden als in Deutschland. Das bedeutet zum Beispiel neue Datenmodelle, die es gibt, neue Rollen für Bibliotheken. Das bedeutet aber auch, dass in die Forschung hineingehen und an die Forschung herangehen entsprechend, nämlich nicht nur etwas bereitzulegen, wie es in der klassischen Verständnis gewesen ist, und dann mach mal damit, was du willst, sondern man begibt sich direkt in den Forschungsprozess hinein. Und das in ganz unterschiedlichen Disziplinen, das sind eigentlich die Herausforderungen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber ich glaube, dass wir auch noch viele Schwierigkeiten zu überwinden haben. Herr Losser, bleiben wir mal bei dem Beispiel Library of Information Science. Sie selbst sind ja Honorarprofessor an der Humboldt-Universität. Was geschieht da genau und wie entwickelt sich daraus etwas, was wiederum für die geisteswissenschaftliche Forschung zentrale Bedeutung hat? Also ich bin Honorarprofessor, aber ich beginne auch gerade erst als Honorarprofessor. Ich sprich meine Antrittsvorlesung ist erst im Januar. Was ich beobachte aus der Ferne und natürlich die Kolleginnen und Kollegen gut kenne, ist, dass es noch sehr stark Technik geprägt ist. Also beispielsweise ein Feld ist die Beschreibung neuer Standards für Compound Objects, also für Objekte, die Schriftzeugnisse, andere Objekte da sind, im Kontext der Europeana, also des großen europäischen Cultural Heritage Portals. Und dort gibt es Kolleginnen und Kollegen, also Herr Gradmann beispielsweise, die konkret an solchen Metadaten, Beschreibungsdatenmodellen arbeiten und versuchen, neue Standards mitzuentwickeln und zu prägen, die dann eben auch tatsächlich international verwendet werden und die dafür Sorge tragen, dass Daten nachgenutzt werden können. Das ist ja das Entscheidende dabei. Es geht ja nicht darum, in einzelnen Projekten, wie man das allein aus Forschungsprojekt sieht, etwas zu schaffen und dann hat man es abgelegt und man schreibt 10 oder 20 Publikationen darüber und das war's, sondern es soll ermöglicht werden, dass etwas nachgenutzt wird. Und sozusagen durch solche formalisierten, durch die Weiterentwicklung von Standards, das ist ein wesentlicher Aspekt dort. Aber ich denke, es sind auch wissenschaftspolitische Aufgaben und da sehe auch ich meine Rolle drin, nämlich zu sagen, wie verändert tatsächlich das Internet die Bibliothek als Partner der Wissenschaftler, wie verändern sich wissenschaftliche Arbeitsweisen entsprechend und wie müssen Infrastrukturprovider wie Bibliotheken, wie Rechenzentren und so weiter darauf reagieren. Ja, ein Stichwort, insbesondere natürlich für die Sprachwissenschaften, ist ja durchaus auch Empirisierung. Und die Volkswagen-Stiftung, da vorne sitzt auch Frau Schölle-Siebren, ich kann natürlich ein Lied davon singen, als es darum ging, die Dokumentation bedrohter Sprachen in einer neuen multimedialen Form tatsächlich im Sinne von gemeinsamen Standards und gemeinsamen Methoden tatsächlich zu entwickeln. Wie stellt sich das für Sie da, Frau Mann? Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
die Bewahrung bedrohter Sprachen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst, wie gut man diese Dinge angehen kann mit den neuen Methoden. Aber Empirie ist auch ein wichtiges Stichwort, wenn wir ganz ehrlich sind, in den eben erwähnten stillen Stunden, die immer weniger werden am Schreibtisch bei der Lektüre. Wie viel Romane, um das nochmal aufzugreifen, können wir ernsthaft lesen in unserem Leben? Sagen wir mal, man schafft 100 bis 200 Bücher im Jahr, dann wäre man sehr gut, wenn man die auch intensiv liest. Das ist, glaube ich, für eine Germanistin, einen Germanisten in Ordnung, so viel zu schaffen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch nicht wirklich viel am Ende. Wenn wir aber jetzt mal Zugriff haben auf eine ganz große Sprachmenge, auf eine ganz große Datenmenge und wirklich 10.000 Bücher nicht intensiv lesen können, aber zumindest mal durchsuchen können, ein bisschen lesen können und erfahren dadurch vielleicht, welche Bücher für uns interessant wären, tief zu lesen oder an welchen Stellen wir nachlesen sollten, dann ist das, glaube ich, schon eine interessante Sache. Oder eben bestimmte Dinge, die ich in meiner Lektüre von, sagen wir, 10 Romanen erfahren habe, mir gedacht habe, entwickelt habe, zu überprüfen an 100, an 1000, an 10.000 Romanen. Das ist dann, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Sache und kriegt eben wirklich zum ersten Mal etwas von Empirie. Und ja, dadurch, glaube ich, können wir wirklich neue und andere Fragestellungen entwickeln. Ja, Frau Gehring, das ist natürlich für eine Philosophin auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um und vor allem, wie komme ich sozusagen zu wirklich intelligenten neuen Fragestellungen, sprich also Rekonzeptualisierung auch der eigenen Methoden? Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen für die kommenden Jahre? Also ich glaube, auf allen Ebenen sind die Herausforderungen gleich groß. Also erstmal sind wirklich ganz basale Dinge nicht zu verachten. Also Philosophen neigen gern dazu, immer schon gleich den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Also das, auch das Stichwort Standardisierung, Texterschließung, Qualität des Materials, mit dem wir arbeiten, ist auch in der Philosophie ein großes Thema und da gibt es viel zu tun. Also da würde ich auch erstmal sagen, Grundlagen, bevor man ins Spekulative dann abhebt. Aber natürlich ist die Konfrontation mit Technik, aber vielleicht sogar noch mehr mit der Frage, die dann auch von den Kollegen aus der Informatik kommt, ja, wie hätten Sie es denn gern? Was brauchen Sie denn? Ja? Eine Frage, die uns zurückwirft in eine Zone, über die wir extrem wenig wissen. Selbst die Philosophie, die sich mit Erkenntnistheorie ja nun schon lang und gern intensiv, also 2.500 Jahre mindestens, beschäftigt, also extrem selbstreflexiv tickt, weiß ganz wenig über ihre eigenen Arbeitsverfahren. Es gibt keine Laborforschung der Geisteswissenschaften. Also in der Wissenschaftsforschung ist das Interesse an dem, was in naturwissenschaftlichen Labors passiert, einigermaßen groß. Da gibt es seit einigen Jahrzehnten interessante Erträge und Studien. Wir wissen ein wenig in erkenntnistheoretischer Hinsicht, in wissenschaftshistorischer Hinsicht, über die Geschichte von Disziplinen. Mein Fach hat aber seine gesamte Wissenschaftstheorie im Grunde am Paradigma der Physik entwickelt, hat schon große Schwierigkeiten, das auf die Lebenswissenschaften zu übertragen oder gar raus aus dem sogenannten naturwissenschaftlichen Bereich. Und über geisteswissenschaftliche Forschung speziell wissen wir ganz wenig, wie das geht. Also Heuristiken, Stichwort, das ich eben verwendet habe, das nennt man so, aber das schwebt über den Wassern. Was heißt das? Die Zettelkästen sind im Moment ein Faszinosum. Ja? Die Zettelkästen, die sich in Wissenschaftlernachlässen finden, mit denen man jetzt auch anfangen kann, anders zu arbeiten. Das ist also auch ein interessantes Gegenstandsfeld für Digitalisierungsprojekte. Aber die Zettelkästen sind die Spitze eines riesigen Eisbergs. Also wie wird gearbeitet? Vorhin klang immer wieder dieses Klischee vom einsamen Arbeiterinnen, Arbeiter am Schreibtisch, meistens 20 Arbeiter am Schreibtisch an. Da ist extrem viel dran, also Konzentration als Technik, Lesen in diesem Zusammenhang, die Interaktion von Schreiben und Lesen. Aber stimmen diese Klischees überhaupt? Was bedeutet Briefe schreiben, andere Arten des Kommunizierens mit Kollegen?
gibt es nicht doch Kollaboration, und zwar jahrhundertelang in bestimmten Formaten, die wir gar nicht so richtig vor Augen haben. Ich finde es extrem interessant, im Bereich E-Learning beispielsweise auch wieder auf diesen Punkt zu stoßen. Welche Rolle spielt die angestammte, in den Geisteswissenschaften ja sehr fest etablierte Lehrpraktik, das Schreiben von Vorlesungen als Probebühne für Langtexte und so weiter? Also es gibt ganz, ganz viele Felder, die jetzt nicht alle aufs Digitalisieren gewartet haben, aber auf die wir nicht geachtet haben. Und da sind wir schon mitten in dem Punkt, was entstehen sozusagen an neue Forschungsfragen, auch jenseits der einfachen Digitalisierungsbelange. Also die ganze Zone der Operativität dessen, was wir Geist nennen, rückt neu in den Blick. Ist denn Ihr Fach schon so weit, dass es selbst wiederum Anforderungen an digitale Forschungstechniken formulieren kann? Oder ist es eher so rum, wie ich es vorhin verstanden habe, es wird noch vieles Technik geprägt und sozusagen die Fragestellungen auf die verfügbare Technik angepasst? Eigentlich weder noch, weil sehr viel Technik geprägt, das findet sich in der Philosophie auch noch nicht, sondern es wird eben sehr viel noch abseits von Digitaltechniken gearbeitet oder aber individuell sehr pfiffig und kreativ integriert in den eigenen Workflow, aber ohne dass es mit der Disziplin oder mit den anderen, die vielleicht ganz anders arbeiten, irgendwie rückgekoppelt wäre. Also insofern ist das Fach sicherlich noch ziemlich am Anfang. Der Bereich der Edition ist natürlich der, der am nächsten dran ist, auch an den Philologien, an dem, was Historiker tun. Da ähneln sich auch die Fragestellungen. Aber da, wo es um die stärker theoriebezogenen, begriffsbezogenen, modellbezogenen Arbeiten geht, sehe ich eigentlich auch noch keine Informatiker, die da drauf spezialisiert wären oder so. Und ich glaube, die Imaginationskraft muss erst entwickelt werden, um Fragen aneinander zu stellen und vielleicht auch Ideen zu entwickeln, was jenseits der Spuren, in denen wir uns bewegen, noch möglich wäre. Es ist ja gar nicht so einfach, Möglichkeiten zu imaginieren. Aber die Herausforderung wäre doch, dass sozusagen die Philosophen und die Informatiker gemeinsam eine integrative Perspektive entwickeln. Und weiß ich nicht, Herr Hoogrewe, ob es das hier bereits am Standort in dieser Weise gibt oder wo Sie da sozusagen Entwicklungspotenziale sehen. Kommen die Philosophen schon auf Sie zu mit konkreten Anforderungen oder ist es eigentlich eher noch so, dass Sie Angebote machen müssen, auf die jeweils gegebenenfalls jemand springt? Also aus den Geisteswissenschaften haben wir im Moment tatsächlich mehr mit den Germanisten gemeinsame Arbeiten und noch nicht so sehr mit den Philosophen, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Kann allerdings jetzt noch auch aus keiner konkreten Erfahrung sprechen. Mhm. Herr Lossau, wie sieht das bei Ihnen? Ganz kurz ergänzen kann jetzt, ich komme von der TU Darmstadt und war früher auch mal an der Fernuniversität Hagen. Da muss man sagen, in vorhandene digitale Leistungsportfolios steigen Philosophen eigentlich recht munter ein. Das ist jetzt keine technikscheue Disziplin per se, aber sie hat eben nicht sozusagen die als Disziplin schon artikulierten Fragen. Und insofern ist das irgendwie sehr verstreut und nicht so richtig auf ein Schema zu bringen. Herr Lossau, wie sieht das bei Ihnen aus im Hinblick auf, sagen wir mal, die Veränderung in Richtung Informations- und Wissensmanagement, was ja, glaube ich, die große Herausforderung für die Bibliotheken selbst in Interaktion mit den Geisteswissenschaften beispielsweise ist? Also etwas, was sich ganz leicht anhört, aber dann doch nicht so leicht zu schaffen ist, ist Ansprechpartner bereitzustellen in der Bibliothek, die sich einfach mit Geisteswissenschaftlern hinsetzen und versuchen herauszuhören, was sie denn eigentlich möchten. Denn das Idealbild in der, sozusagen in der Projektförderung und auch in jedem Projektantrag, was man findet, ist, da wird so eine Software-Suite entwickelt, die stellt man dann ins Netz und die kann man dann finden. Und dann erwartet man von demjenigen, von den Geisteswissenschaftler, sei es ein Philologe, ein Historiker, ein Archäologe, dass er sich dann selbstständig davon raussucht, was er denn für seine Arbeit braucht. Und das ist einfach nicht möglich. Die Geisteswissenschaftler
denken an das, Geisteswissenschaftler haben eine Forschungsfragestellung. Und ihnen ist es völlig egal, welches Werkzeug. Sie können aber auch nicht richtig formulieren, welches Werkzeug es denn sein könnte, wenn sie es denn wüssten. Sondern sie wollen die Forschungsfrage gelöst haben, was ja völlig legitim ist. Und das ist für uns als Bibliothek, als Göttinger, auch als Göttinger Bibliothek, nicht ganz neu. Denn als wir haben im Bereich der Digitalisierung, wie gesagt, bereits 1997 begonnen. Und im Zuge der Digitalisierung von Bibliotheksbeständen hatten wir eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Wissenschaftler kamen zu uns, wussten, da gibt es eine gute Sammlung und das sollte digitalisiert werden. Ja, was heißt denn das, digitalisiert werden? Und dann beginnt ein langer Prozess und das bedeutet einfach, Leute, die zuhören können auf Bibliotheksseite, Leute, die sich hineinversetzen können in das, was dort gefragt wird, das möglichst in unterschiedlichsten Disziplinen, was eine Herausforderung, und die dann vorschlagen, dafür könnten wir vielleicht die Technik nehmen und dafür könnten wir die nehmen entsprechend. Also das ist die Aufgabe, die kommt und dafür hat man so eine Abteilung wie Forschung und Entwicklung, die dafür zur Verfügung stehen, aber die gestaltet sich eben nicht von alleine in einer Bibliothek heutzutage, wo eigentlich die Etats eher schrumpfen, sondern die muss man teilweise gegen heftige Widerstände aus dem Boden stampfen oder auch vergrößern. Herr Hochgräfe, Sie wollten direkt dazu? Ja, ich wollte zu dem ganzen Themenkomplex noch Folgendes sagen, also diese Systematisierung von Forschungsfragestellungen im Sinne des digitalen Arbeitens in der Philosophie würde natürlich einen enormen Schub dadurch schon erlangen, indem man einfach junge Leute ausbildet in beiden Bereichen, sowohl in der Informatik als auch in der Philosophie oder anderen Geisteswissenschaften. Und das ist ja ein wichtiges Teilprojekt hier in unserem GCDH-Projekt. Nun ist ja von Frau Gehring auch angesprochen worden, dass wir es hier, sagen wir mal, noch mit versprengten Truppen zu tun haben, die sich noch gar nicht so weit formiert haben. Und vielleicht nochmal die Frage an Sie beide, Frau Gehring. Was ist denn notwendig, damit diese Community sich entsprechend sozusagen organisiert? Welche Plattformen brauchen wir? Welche Organisationsschritte für die Zukunft würden Sie sich wünschen? Ja. Danke. Ich wollte das nochmal gerade aufgreifen, der Nachwuchs. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir genau an diesem Punkt ansetzen und dass wir den Nachwuchs entsprechend ausbilden. Und das, was Herr Lossau geschildert hat, das wäre im Grunde auch mein Ideal der Ausbildung von Leuten in den Digital Humanities. Das ist vielleicht das, was wir auch versuchen in Darmstadt mit unserem Studiengang, dass wir Geisteswissenschaftler haben, die die genuin geisteswissenschaftlichen Methoden und Fragestellungen haben, gelernt haben, verinnerlicht haben und auch verfolgen wollen, aber die auch genauso gut wissen, was Informatik bieten kann, die Methoden der Informatik kennen und die eben in der Lage sind, das, was wir in TechScript in anderthalb, zwei Jahren gemeinsam entwickelt haben, die Sprache der Informatiker zu sprechen und das dann wiederum hereinzuholen in die geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Also genau wie Sie geschildert haben, diese Ansprechpartner für die Möglichkeiten zu haben. Also da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt in der Weiterbildung, auch Entwicklung der Digital Humanities. Das in der Ausbildung und Institutionalisierung, das ist sicher ein weiterer Punkt, über den auch noch zu sprechen sein wird. Da wird Frau Gehring jetzt was sagen. Ja, also zwei ganz unterschiedliche Punkte, also zum einen für Fächer, also jetzt für dieses Fach Philosophie als Beispiel, das ist sicher in anderen auch so, gut sichtbare Beispiele, die zum Anfassen sind, wo aber auch wirklich gezeigt wird, was kann man damit machen, wo auch kleine Aha-Effekte oder Zusatzgewinne sozusagen, wenn man sich darauf einlässt, dran für alle vorgeführt werden. Da ist ja Daria als Projekt auch unterwegs, genau mit der Absicht, solche Ansteckungsherde zu organisieren, die disziplinenscharf sind. Nicht allgemein Digitalisierung, sondern eben hinreichend klar, dass jeder sieht, aha, das ist sozusagen auf der Ebene meiner disziplinären Interessen spannend. Und der zweite Punkt, da springe ich jetzt mal in meine andere Rolle im Moment. Ich bin auch Vizepräsidentin an einer TU als Philosophin zuständig für die wissenschaftliche Infrastruktur, das heißt auch für alles, was mit Rechnen zu tun hat.
Das finde ich auch wichtig, dass nicht nur Communities jeweils für sich und Projekte jeweils für sich, sondern auch Organisationen und insbesondere Universitäten, wo Forschung und Lehre so eng verknüpft ist, das rechtzeitig sehen und auch konsequent fördern, entwickeln. Diese Gebiete und diese Gesprächszonen zwischen Disziplinen. Ich bin nicht der Meinung, dass Interdisziplinarität immer heißt, dass es da sozusagen lauter Hybridwesen geben muss oder gar irgendeine große Mixdisziplin, in der dann alles aufgeht, was digital ist. Darum geht es nicht. Es geht auch darum, sich klug auszudifferenzieren und Unterschiede zu entdecken und zu kultivieren. Die Unterschiede sind ja das, was dann auch für jeden das Passförmige wiederum auch erbringt. Aber das müssen auch Universitätsleitungen sehen und stimulieren und ermutigen, weil das dauert eine ganze Weile, bis Kulturen sich bewegen. Und das ist für diejenigen, die vorweggehen, spannend, aber irgendwie auch frustrationsträchtig. Und deswegen ist da über die normalen 3 Jahre von Projektlaufzeiten hinaus eben auch, sagen wir mal, ein Organisationsklima gefragt, das da Kontinuität reinbringt. Also das sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele auf dieser Ebene befasste Leute hier im Raum sind, ganz ausdrücklich auch in die Zone, die top-down agiert und entscheidet, hinein. Ja, da ich ja heute Morgen Wilhelm Busch zitiert hatte, von wegen Pessimismus für die Gegenwart und Optimismus für die Zukunft, will ich jetzt schließen mit einem Zitat von Victor Hugo, das jedenfalls die Arbeit für mich sowohl in der Volkswagen Stiftung wie auch in der Göttinger Universität prägt. Nämlich, der hat mal gesagt, es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und in dem Sinne kommen jetzt nämlich unmittelbar große Ereignisse auf uns zu. Feierliche Eröffnung, Herr Lauer wird das übernehmen. Ich bedanke mich nochmal bei den Podiumsteilnehmern und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.